bin ich. Hallo? Ein Knast? Verdammt. Hallo? Hallo? Verdammt. Was? Oh, eine Spinne. Gar nicht gut. Hier. Ah. Dort. Da grabe ich mich durch. Ich hab nichts mehr dabei, oder? Ich hab. Ja, nee. Ich hab nichts mehr dabei und ein knackiges Outfit an. Okay, schnell hier durch. Vielleicht ist hier irgendwas. Irgendwas, was mir das Leben rettet. Ich muss hier raus. Ich muss doch eine Serie filmen. Ha! Yeah. Eine Schaufel. Sehr gut. Torches. Wunderbar. Und eine Blaze Rod. Ja, naja, kann auch nicht schaden. Bisschen Licht hier. So. Gut, so gefällt mir das schon besser. Okay, hier ist aber auch nichts mehr. Ah, da. Ist mir jetzt egal, Regel Nummer 1. Never dig down, ist mir wurscht. Ich muss hier raus. Zwar schnell. Dann, Mann, wo geht's denn hier weiter? Oder geht's überhaupt irgendwo weiter? Da, hier? Ja, da. Hier geht's weiter. Okay. Es könnte schlimmer sein. Der tut mir ja nichts, wenn ich lieb bin, nicht wahr? Der ist ja friedlich. Okay. Ich sag dir was. Ich gehe hier rein und wir tun einfach so, als hätten wir uns nie getroffen. Guter Plan, nicht wahr? Verdammt. Okay. Wo geht's jetzt weiter hier? Jetzt sei doch ruhig. Jetzt bin ich gerade bei meiner Angstbewältigung, bei meinem Ausbruch. Verdammt, warum bin ich hier überhaupt? Wie komme ich hier rein? Ich will hier raus. Ich muss hier raus. Wie jetzt Stein? Wow! Oh, verdammt! Wo kommt ihr alle her? Ich dachte. Okay. Wenigstens kommen sie nicht durch. Und das hier? Das ist Bedrock. Yeah! Wer ist ausgebrochen? Du kannst mir gar nichts. Ja, verschwinde lieber. Oh, krass. Okay. Damit hat sich mein Traum vom Gefängnis wohl erledigt. War ja ein Albtraum. Ach, verdammt. Boah. Was ist hier? Hey, mein Zeug. Kommt her, meine Schätze. Ach, Gottes Willen. Okay, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Wie war denn das? So ungefähr. Destruction Catalyst. Ach nee, der Kleinste hier. Divining Rod. So und so. Ach, keine Ahnung. Wie war das? So. So, kommt das hin? So in der Richtung sah das aus. Nee, Destruction Catalyst neben Divining Rod. Ich werde es nie so hinkriegen, wie es war. Wenigstens bin ich da raus. Und ich habe hier sogar einen kleinen Schatz mitgenommen. Hier, die Blaze Rod. Na schön. Jetzt soll mir aber trotzdem noch einer sagen, wie ich da reingekommen bin. Was das alles sollte. Hey, Moment! Der Blaze Rod kann ich doch jetzt
Oder? Damit kann ich doch... Wo ist es denn? Ach, da. Ha! Tatsache! Eine Blaze Rod und 3 Cobblestone. Cool, jetzt kann ich ja hier brauen. Ja, ja. Ihr eiert mal da weiter. Puh. Okay. Jetzt, da wir da raus sind, möchte ich gleich gucken, ob etwas funktioniert, was mir ein User gesagt hat. Und zwar sagte der mir, wozu dieser extra Slot hier da ist. Und zwar sollte es, so wie ich das verstanden habe, so sein, dass man ein Fuel da reintut und alles dann sofort in dieses Fuel verwandelt wird, ohne die Zwischenschritte zu machen. Also packe ich da jetzt mal Alchemical Coal rein. Und... ja! Gunpowder wird direkt zu Alchemical Coal, ohne den Zwischenschritt von Glowstone zu gehen. Das gefällt mir sehr gut. Das ist etwas, was mir meine Sache deutlich erleichtert. Da hat mir der User cool und geil 123 sehr mitgeholfen. Jetzt musste ich nicht nachgucken, ich bin nämlich faul. Sondern mir wurde einfach gesagt, wofür das gut ist. Finde ich sehr praktisch. Weil nämlich Mobius Fuel das höchste ist, was ich dem eigentlich zutrauen will. Und deshalb werde ich alles zu Mobius Fuel machen. Das Blaze Powder kann dann auch rein. Glowstone behalten wir, das hatten wir ja schon. Machen wir alles zu Mobius Fuel. Müssen wir hier aber noch ein bisschen was rausnehmen, glaube ich. Oder verstehe ich das jetzt wieder falsch? Ich weiß nicht. Gut, das wird jetzt alles langsam zu Mobius Fuel. Ach Quatsch. So, und aus der Blaze Rod, ich denke mal, wir werden nie wieder eine bekommen. Da machen wir jetzt einfach noch eine draus. Nicht, dass wir die denn aufbrauchen und dann irgendwann später für irgendwas Absurdes doch nochmal eine brauchen. So, da können wir ja eigentlich gleich mal nachgucken, ob wir die Blaze Rod noch für was anderes brauchen. Ja, nur für Blaze Powder. Und als Fuel kann man es benutzen. Okay, brauche ich wahrscheinlich nie wieder. Ist ja egal. So, Cobblestone. Und dann machen wir uns mal einen schönen Brewing Stand. Hier. 3 Cobblestone und einer Blaze Rod. Brewing Stand. Großartig. Ich habe das Ding noch nie benutzt und ich weiß auch nicht, wie es sich platzieren lässt. Gott, ist das gruselig da. Bleibt mir bloß vom Hals. So. Ich weiß nicht, das kann man doch auf den Tisch stellen, oder? Okay, wie soll ich einen Tisch erstellen? Ohne spezielle Mods. Ein Cauldron ist doch ein... ist doch ein Wasserbehälter, oder? Macht man den aus Eisen. Ich frag mich, ob ich einen Brewing Stand wieder aufnehmen kann, wenn ich ihn platziert habe und es mir da nicht gefällt. Ich hoffe doch. Auf dem Boden gefällt mir wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, wie es aussieht, wie groß es ist. Ich habe es noch nie gemacht. Da. Kann ich dich wieder aufnehmen? Vielleicht nur mit der Pickaxe. Gut, kann man wieder aufnehmen. Also, ich hatte nicht Unrecht, das hat mir nicht gefallen. Deshalb holen wir uns hier jetzt noch ein bisschen Holz. Und auch Eisen. Habe ich gar nicht, haha. Und mein Holz habe ich gerade verbraucht. Ja. Na schön. Vielleicht ist ja in der anderen Truhe hier noch was drin. Da ist noch ein bisschen Holz. Und Eisen. Na wunderbar. Dann machen wir uns mal ein Cauldron. Auch wenn ich jetzt noch nicht so recht weiß, ob es das ist, was ich mir vorstelle darunter. Und dann bauen wir aus Holz ein paar Tische. Ja. Hier hinten. So, Wooden Planks nehmen wir jetzt einfach mal und machen das hier so, von mir aus. Okay, aber da will ich anderes, Holz, da will ich so ein helles haben. Und übrigens glaube ich, dass mir die Decke so ganz gut gefällt, ich lasse das einfach in Naturstein.
Das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Zu weit gelaufen. Man muss vorher nachdenken, bevor man losläuft. Ja. Philosopher's Stone. Damit machen wir daraus jetzt helles Holz. Geht es auch hier? Nee. Hätte sein können, dass man da diese anderen Bricks draus macht. Ja, wie jetzt? Das geht hier noch nicht, ja? Also, ach, super. Da muss ich es wahrscheinlich mit einem Baum machen. Dann geht es nur mit den richtigen Wooden Blocks. Ne, ist ja egal. Vorerst ist es egal. So. Da brauche ich doch Glass Bottles für, nicht wahr? Ja, aus Glas. Machen wir einfach mal. Ich befürchte ja, dass ich nicht sonderlich viel brauen werde. Also nicht sonderlich viel brauen kann. Weil mir einfach die Ingredienzen fehlen. Ah, ja, natürlich habe ich nichts. Und das wäre in unserem Fall irgendetwas, Mob-ähnliches. No effects, regeneration, speed, fire resistance, poison, weakness, strength, slowness. Also ehrlich gesagt brauche ich das alles nicht. No effect, ja, slowness, poison. Tja, da habe ich jetzt leider gemerkt, dass ich das überhaupt nicht brauche. Ich weiß nicht, ob ich soweit schon war mit meiner Erkenntnis, aber das, was ich zusammenbrauen kann, brauche ich nicht, wenn ich keine Gegner habe. Okay, da lauern ja Gegner, aber... Okay, da kann ich doch jetzt in Eimer Wasser reinkippen und dann mit den Wasserflaschen einzelne abfüllen, nicht wahr? Ich glaube, so läuft das. Aber ich glaube auch, ich werde noch ein paar Mal die gleichen Sachen bauen und die hinstellen und dann wahrscheinlich nie wieder reingehen. Das wird nur ein Showroom. Tja, schade eigentlich, weil so kann ich nichts mit anfangen. Wunderbar, der stellt hier Mobius Fuel her. Dauert natürlich seine Zeit. Aber das ist es mir wert, dann brauche ich das nicht zu überwachen. Früher oder später wird er schon... soweit sein. Hier machen wir jetzt einfach mal... Ah, wir machen jetzt Glowstone hier draus. Damit, String hatte ich bestimmt einen aufgehoben. Damit ich dann noch einen Energy Collector bauen kann. Da brauche ich aber auch wieder Diamanten für. Also es heißt auf jeden Fall nochmal graben gehen. Und, bevor ich es vergesse, ich hatte mir eigentlich was Schönes überlegt, wie ich meinen Eingang baue. Und zwar wollte ich eigentlich den Anschein machen, als wäre es eine natürliche Höhle. Also ich wollte einen Berg bauen oder einen Überhang und den damit Gras bepflanzen. Und das halt so aussehen lassen, als ob es einfach ein natürlich gespawnter Berg wäre, in den ich reingebuddelt habe. Das sollte eigentlich ganz leicht funktionieren und halte ich für eine gute Idee. Na! Ah, verdammt! Ah. Gott, deshalb brauche ich einen Eingang. Auf jeden Fall. Schnell. Okay, Glowstone brauche ich anscheinend wahrscheinlich noch mehr. Das reicht noch, aber es kommt ja noch Gold. So, da warten wir jetzt mal kurz, bis das hier aufgebraucht ist. Mit dem Gold sollte es ziemlich ausrasten. Ja. Ziemlich ausgerastet. So viel brauche ich natürlich nicht. Aber Gold brauche ich auf keinen Fall. Ich kann es höchstens später wieder zu Diamanten machen. So. Gehen wir raus. Jetzt machen wir den... Oh, da war sogar noch was übrig. Aber wir machen das einfach mal... Vielleicht brauchen wir ja noch ein bisschen mehr von dem Zeug. Okay. Dann könnten wir jetzt rausgehen und bauen. Aber... Ah. Aber es ist dunkel. Ah, verdammt! Verschwinde! Hau ab! Geh weg, geh weg! Ah! Gott verflucht! Verfluchter Mist! Ja, als er hier drin war, war zu Ende. Da konnte ich nichts mehr tun.
Oh Gott. Okay, ein Stein ist verschwunden. Den muss ich nachbauen. Da kommt noch meine Tür rein. Okay, und hier kommt der Boden wieder zurück. Ah, mir fehlt einiges an Stein. Und am Boden hat er mir auch was geklaut. Und meine Truhe. Nee, nee, nee. Ah. Und hier Wolle. Wo kommt denn so viel Wolle auf einmal her? War das alles in der Truhe drin? So, wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesem Holz hier. Ich werde das jetzt erstmal ausbessern hier. Da muss alles andere leider warten. Wir brauchen auch noch mehr Ziegel. Genau. Meine Pressure Plate ist auch weg. Also, verdammte Creeper hat es mir aber gegeben. Ja. Hier wollen wir rein. Jetzt gib mir mal... Na, natürlich wieder so aufgenommen. Gib mir mal mehr Wooden Planks. Was packe ich jetzt rein? Ein Glowstone, das reicht. Dann gib mir mal noch Stone Bricks. Ein Wooden Plank reicht. Gut. Jetzt gehen wir mal zurück und reparieren das da. Da war das. Wie sieht denn das aus hier? Das akzeptiere ich aber nicht. So. Und die Wooden Planks kommen wieder zurück. Okay. Ach, mein Crafting Table hat er mir auch geklaut. Gut. Crafting Table. Und eine Truhe. So. Da kommt jetzt erstmal die Blaze Rod wieder zurück. Ja. Die kann ruhig hier sein. Sticks. Obsidian. Schere, Strings, Glass Panes, die werde ich nicht los. Egal wie viele Creeper mich attackieren würden. Den Bucket, die Wolle, Wood. Ja. Okay, was wollten wir? Wir wollten eigentlich... Ach nee, wir wollten rausgehen und unseren Eingang bauen. So, da hatte ich mir nämlich eigentlich vorgestellt. Tja. Also hier muss eigentlich noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen laufen. Das heißt, wir machen das so. Machen hier unseren Eingang. Das finde ich aber doof. So, und dann versuche ich das hier einfach mal natürlich aussehen zu lassen. Ohne, dass ich da jetzt reingewabert werde. Das muss ja nicht sein. Okay, das werde ich dann hier noch mit Gras beziehen, dass das vernünftig aussieht. Okay, ich werde das jetzt einfach mal so machen und hier eine gerade Linie ziehen. Und mir dann gleich Dirtblöcke schnappen und die dann darüber machen. Aber jetzt muss ich hier erstmal die Wände ein bisschen hochziehen. Und das Nether-Portal werde ich woanders wieder aufbauen. Das ist, das nervt mich hier, das stört. Wenn es nicht so einen Krach machen würde, dann könnte man das ja auch unten in der Basis aufbauen. Aber das... Na... Das macht halt Krach. Also wird es nicht unten in der Basis aufgebaut. Vielleicht lasse ich das sogar hier so in. So, vielleicht da noch. Sieht auch nicht natürlich aus, oder? Ach, was soll's. Okay. Vergessen, dass ich fliegen kann. Jetzt machen wir hier eine Decke drüber. Und dann soll's das eigentlich auch gewesen sein. Kommt noch ein bisschen Dirt drüber und dann ist der Eingang hier komplett. Also, sobald ich Gras drüber setze, sollte das natürlicher wirken. Dann werden wir jetzt nämlich erstmal... Okay, das ist natürlich sehr blöd. Das... Okay, das werde ich noch... Das werde ich noch einebnen hier. Das gefällt mir so nicht.
Adapted. Habe ich jetzt nicht so viel. Macht aber nichts, das sollte kein Problem sein, ein bisschen zu kondensen. Das ist ja nichts wert. Nichts ist, stimmt natürlich nicht, aber hier. So. So, da wollen wir mal sehen. Wer das hier machen können. Nee, das machen wir nicht. Das lassen wir frei hier. Gib doch mal Ruhe jetzt hier. So. Jetzt ist aber Feierabend. Also, eins kann ich euch sagen. Etwas natürlich wirken zu lassen, kostet viele Blöcke. Das ist sogar Feng Shui-mäßig richtig, ne? Okay. Nach dem Feng Shui sollte, glaube ich, ein Haus zwischen, zwischen zwei Hügeln liegen, die in Richtung der Haustür abfallen. Es soll also so aussehen, als ob man in der Armbeuge eines großen Gottes, glaube ich, drin wohnt. Also als ob der da sitzt, ganz gechillt, die Arme von sich streckt und zwischen den Armen steht dann das Haus. Natürlich steht es euch wieder frei, mich zu korrigieren, falls ich es Mist labe, aber ich glaube, irgendwie sowas war das. Und in so einem Ort sollte halt das Haus gelegen sein, um perfektes Feng Shui zu ermöglichen. Hatte ich irgendwo mal gehört, gesehen, gelesen, keine Ahnung. Irgendwo mal. So. Und wenn das hier alles grasbewachsen ist, dann sieht es, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm aus. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt keine Lust, diesen ganzen... Ja, so. Dieses ganze Portal da abzubauen, das dauert mir zu lange. Oder es müsste halt so kaputt rumstehen, bis ich vernünftige Werkzeuge habe. Aber das will ich beides nicht. Und deshalb werde ich das, glaube ich, hier einfach unter Dreck begraben. Was hier oben? Genau, das ist gar nicht schlecht, wenn da noch so ein paar Blöcke rumstehen. Sieht noch ein bisschen komisch aus hier. Ob das jemals natürlich wirken wird? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht irgendwann mal. Da kommt noch was hin. Und dann begraben wir das hier noch. Es wäre eigentlich schön gewesen, in dieser speziellen Situation, wenn sich Dreck so verhalten würde wie Sand oder Gravel. Wenn es also einfach runterfallen würde. Dann würde das auch natürlicher wirken. Es darf natürlich kein Block schweben, das ist klar. Also ob jetzt da drunter ein Block schwebt, das sieht man ja nicht, aber... So. Ich hoffe doch, dass ich das im Sinne des Notch gebaut habe und sein Weltengenerator so eine Welt, so oder so einen Hügel auch generieren könnte. Vielleicht durch ein paar Berechnungsfehler. Irgendwas nicht gestimmt hat, dann kommt sowas Krüppeliges raus. Ja. Wirkt ein wenig merkwürdig, aber vielleicht gewöhne ich mich ja daran. So. Ja. Aber so schlimm ist es nicht, wenn es erstmal hier Gras bewachsen ist. Hm. Ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Okay. Dann wollen wir... ich habe eine Schaufel. Haha. Habe ich noch mitgenommen aus dem Knast. So, dann machen wir hier mal einen vernünftigen Weg. So, wir können hier von mir aus Stufen runterführen. Da rechts geht noch ein Zaun lang. Hier auch. Okay, der Zaun ist natürlich schwachsinnig, wenn man hier leicht drüber springen kann. Ich bräuchte eigentlich einen Zaun und ein Dach, aber das sieht dann albern aus. Also irgendein Dach brauche ich hier für den Eingang.
Werde ich hier noch den Boden einziehen? Müsste ich doch noch haben. Eigentlich das dunkle Holz. Wo ist denn das hin? Habe ich das wieder komplett kondensiert? Ach nee, das ist in meiner Truhe. Aha. So vorausschauend war ich nämlich. Nee, da Knopf drücken. Seht ihr, einmal daneben geklickt. Wenn das mit dem Ende, mit dem Destruction Catalyst passiert wäre, dann hätte ich jetzt eine Tür weniger. Auch mit den späteren Tools, Red Matter, Dark Matter, niemals ausrüsten und in der Wohnung rumlaufen. Das ist gar nicht gut. Irgendwann geht was schief. Okay, hier will ich eigentlich die Tür. Dann braucht auch nur bis da der Boden gehen. Dann kann ich draußen auch einen anderen Boden nehmen. Vielleicht nehme ich da wirklich helles Holz. Nee, nicht Cobblestone. Hier normalen Stone. So. Das sieht da sehr merkwürdig aus. Okay, das ist besser. Ja. Der ist doch gar nicht so hässlich. Und wir haben auch noch was erlebt. Ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ich habe eine Blaze Rod bekommen und brauche sie überhaupt nicht. Und ich habe hier einen... Na, einen Eingang, sage ich einfach. Nicht einen vernünftigen Eingang, sondern einen Eingang. An dem wird dann nächste Episode auch weitergebastelt. Aber für heute war es das erstmal.